Unsere nächsten Gäste sind ein herrliches Paar. Die sind seit über 30 Jahren verheiratet und genauso lange gemeinsam auf der Bühne. Die Berliner Schauspielerin Edith Hanke und ihr Ehemann, der Regisseur Klaus Sonnenschein. Herzlich willkommen. Endlich mal in meiner Sendung. Herzlich willkommen. Schön, Herr Sonnenschein. Und diese Stimme, dass ich die mal in diesem Studio hören darf, herrlich. Doch hat sie gar nichts gesagt, außer guten Tag, aber das war schon sehr gut. Gleich vorneweg mal eine Geschichte, weil mir das einfällt. Wir haben eben über eine Diebstahlgeschichte in den Zeitungen gesprochen, von der nicht bekannt ist, ob sie stimmt oder nicht. Und das hängt ihm jetzt an. Sie haben sowas auch mal erlebt, vor vielen Jahren. Ach, ich weiß gar nicht. Also 10 Jahre ist es bestimmt her. Ja, was war da genau? Da waren wir einkaufen. Ich kam aus Berlin, er hat mich vom Zug abgeholt. Sie waren zusammen einkaufen? Wir waren zusammen einkaufen. Oben in Holstein, der sauste mit dem Wagen zum Gemüsestand und ich holte einen, das waren also etwas mehr als ein Probestift, ja, jedenfalls kostete der 6,75 Mark, können Sie schon mal die Summe sehen. Lippenstift. Ja, und wir kriegten Gäste und wir waren, und er holte also das Gemüse und ich holte das und weil ich das schon mal gekauft hatte und das durch den Wagen durchgefallen war und an der Kasse war das nicht da. Mhm. Achso, weil das so ein kurzer Stift war. Ja, da habe ich den in die Tasche gesteckt und dann die anderen Sachen. Ja, und die Sache eingekauft. Und wir haben, und das Ding war also voll und wir haben also da nun alles beglichen und plötzlich kommt ein Leptosome auf mich zugeschossen mit einem freundlichen Gesicht. Noch freundlich. Ja, und hält mir also so ein Stück Papier hin und hat einen Stift in der Hand und ich nahm dem Stift weg. Ich dachte, er wollte ein Autogramm haben. Ja. Und er sagte, würden Sie bitte mit. Mitkommen. Da bin ich mit dem mitgegangen, da sage ich, warum denn? Und da sagt er, Sie haben vergessen, was zu bezahlen. Da habe ich gesagt, ach du Scheiße. Da ist mir das natürlich erst eingefallen. Ja? Naja, also der langen Rede, kurzer Sinn, die Sache ist natürlich niedergeschlagen worden, völliger Quatsch da. Aber der hat erstmal ernst gemacht. Wenn Sie so wollen, ist ja das ja auch geklaut worden. Nicht? Wir haben uns ja auch gar nicht, sie hat sich ja nicht eingesteckt und hat da getan, dass es niemand sieht, sondern ganz offiziell eingeschweißt, war auch leicht zu sehen. Ja. Und ich sah nur, dass meine Frau da stand, eben mit diesem Autogramm-Dings und plötzlich war sie weg. Und ich stand mit dem Wagen da und sie war weg. Nicht? Und nachher kam sie wieder und erzählte mir das. Und dann haben wir gesagt, na, das ist ja auch ein Ding. Sie musste dann noch 40 Mark bezahlen. Nicht? Ja, und hatte Hausverbot in dem riesigen Supermarkt. Hausverbot? Nur war das aber deren Schade. Also da kaufen wir natürlich nicht mehr ein, wenn wir da oben sind. Wir haben da Tausende gelassen. Ach so. So schön ins eigene Fleisch geschnitten. Ja, so ungefähr. Naja, also der langen Rede, kurzer Sinn. Du kam ja denn, weil er gerade erzählte, ja, mit Bildzeitung und so. Ich habe inzwischen dann, also da ging ja ein bisschen Zeit ins Land. So ein, zwei Wochen. Also die haben das zur Anzeige gebracht, weil sie das immer Anzeige also gebracht. Also der hat gesagt, wenn Sie wollen, dann unterschreiben Sie. Ich sage, na, Sie wollen doch, ich unterschreibe das, also ich nur jetzt hier sitze. Da sagt er, na ja, sag ich, na, dann geben Sie her und habe das unterschrieben. Vermutlich und kriegt er Provision pro Unterschrift und na, so. Weil, na ja, also da sind wohl noch am Rande furchtbare Sachen, die wir nicht nachprüfen konnten. Also der ist dann untergetaucht und von der Polizei kam dann nach Wochen, nach zwei oder drei Wochen ein Schrieb, also dass die das für nichtig erklären und Dings und was. Aber wichtig war ja, wir kriegten von der Polizei vorher eine Stellungnahme, sollten wir abgeben. Ja. Ob zum der Lippenstift geklaut worden ist, praktisch. Prost, da haben wir gesagt, ja natürlich, wenn Sie so wollen, das haben wir gemacht. Das ist nun mal so. Wir haben den mit rausgenommen, ohne zu bezahlen. Wenn Sie das Klauen nennen, haben wir den geklaut. Wir schickten das also ab zum Gericht und am nächsten Tag war das Ding in der Bildzeitung. Ja, und ich habe gedreht und die waren alle, also war eine schöne Truppe da und ich habe immer gedacht, irgendwie sind die komisch, ja? Ist da was? Nee, ach so, da habt ihr das. Der Zeitungsausschnitt, ja, ja, ja. Und der Witz war, auf der Titelseite stand irgendwas von Gorbatschow und Raisa. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und unten drunter ich. Und da hat meine Agentin angerufen und hat gesagt, na, so eine Reklame kannst du ja nicht bezahlen. Du hast den Gorbatschow auf die zweite Seite verbannt. Und da stand dann Edith Hanke, Ladendiebin. Ja, ja, natürlich. Ja. Und innen drin stand ein Artikel, also das wäre ganz typisch. Da haben sie lauter amerikanische Schauspieler, Jean Crawford und was
weiß ich, aufgezählt. Die alle klauen. Ja, aber warum? Weil es ihr an Liebe fehlt. Und das hat sie das auch, ihr. Ja, und das ihm. Also da, wir haben natürlich nachher, hat man drüber gelacht. Und aber gesagt, am Anfang? Sie, aber ein Positives hatte, ich wusste gar nicht, dass ich so beliebt bin, wie die Leute sich benommen haben. Also. Das habe ich ihm sehr nachfühlen können. Also das, ne? Na, da heute lacht man drüber im ersten Moment. Ist, ja, ist das schon natürlich. Wie reagieren die Menschen drauf? Ja. Für einen Regisseur doch wie ein gefundenes Fressen. Das muss man doch eigentlich niederschreiben oder als Stück auf die Bühne bringen. Naja, so eine große Story ist es ja auch nicht, dass man das also niederschreiben kann und auf die Bühne bringen. Aber niedliche Begebenheiten. Wir kennen sogar einen, der hat mal als Hausdetektiv gearbeitet. Und der hat dann immer so als... als Kunde ist der da rumgelaufen und hat dann immer zu Leuten gesagt, wenn ihnen das so gefällt, stecken sie es doch ein und so. Und dann haben die den Ohi gemacht und an der Kasse hat der den dann kassiert. Ja. Das gibt's alles. Das ist, oder Kindern das in die Hand gedrückt, die das dann nehmen und einpacken und oder einstecken und dann haben sie gesagt, im Ernst? Ja, natürlich. Herrliche Geschichte. Ja. Ja, ja. Sie beide seit 30 Jahren und ein bisschen länger schon verheiratet, ja. Seit 30 Jahren und ein bisschen länger schon gemeinsam. Mit Konkubinat sind es jetzt 33. Ja. Und auch auf der Bühne über 30 Jahre, war zuerst Liebe oder war zuerst gemeinsame Arbeit? Na, wir kannten uns ja schon vorher, haben auch eine Tournee gemacht damals mit Prairie Saloon und naja, und dann haben wir Happy End gespielt und bei mir hat der Blitz eingeschlagen, bei ihm noch nicht. Ja, auf der Probe zuckte meine Frau plötzlich und ich dachte, na, der Teppich ist wahrscheinlich aufgeladen und bei mir hat es nicht gezuckt, weil ich nicht so geerdet war, ja. Und da sagst du, da hat der Blitz eingeschlagen. Bei mir ist die Liebe später dann erst gewachsen. Mhm. Ja. Sie waren in Beziehung oder so, ne? Sie mussten ja, na, ich war noch verheiratet, ja. Ihr auch. Ja. Ich war verheiratet, 11 Jahre lang gewesen und lebte also nicht in Scheidung. Ich war getrennt und meine Frau ebenfalls getrennt. Das ist ja nicht so eine einfache Zeit gewesen, Jahre her. Ein bisschen andere Verhältnisse, da musste man schon gucken, ob man so eine Liebe gleich öffentlich macht. Ja. Ja. Haben sie langsam wachsen lassen. Ja. Wann hat es denn dann bei Ihnen eingeschlagen, kann man ja schon nicht ich mehr sagen. Ich kann das gar gedämmert. Nicht so sagen. Das hat, ist so gekommen. Nicht? Das ist so gekommen. Dann sind wir abends ausgegangen und damals waren wir noch knusprig. Da sind wir, ich bin morgens ins Synchronatelier gegangen und abends in die Vorstellung und nachts in die Kneipe. Und so ging das immer so rund und meine Frau... Das ist eigentlich kein schlechtes Leben, wie ich das sagen wollte. Heute könnte ich das nicht. Eine Horrorvorstellung. Ja. Alles zu seiner Zeit, haben wir auch von Heiner Lauterbach gelernt. Am Anfang. Sie waren da zusammen auf Tournee. War das schon eine Phase, wo Sie offiziell zusammen waren, also dann auch im gleichen Hotelzimmer? Wir haben an dem Tag geheiratet, bevor wir auf Tournee gingen. Auf der zur Generalprobe haben wir früh noch geheiratet. Der Standesbeamte... Um der Tourneedirektion Kosten zu sparen, damit Sie auf ein Zimmer dürfen? Nicht wegen Kosten, aber ne, manchmal, also naja, vor 30 Jahren war das ja noch nicht so. Da konnten Sie nicht einfach ankommen und sagen, wir nehmen jetzt ein Doppelzimmer und so. Also, na, und dann kommt hinzu, dass der Mann davor, der davor war, der war ja mit auf der Tournee, der war ja der Reiseleitung und Producer. Ja. Und da haben wir gesagt, das geht ja nun nicht, das ist ja ein bisschen undelikat, nicht, wenn wir da also zusammen aufs Zimmer gehen und sind nicht verraten. Das heißt, da gab es kein Theater, Nein, das musste dann geklärt werden. Nicht. Ja, aber mit Ihnen beiden gab es Theater. Und zwar na, 3 Jahrzehnte mittlerweile und ein bisschen mehr. Und einige kleine Ausschnitte gucken wir uns mal ganz kurz an. Was wird denn das? Das ist ja doch ein Bier. Also wenn der die erste richtige Blume hinkriegt, dann singe ich zweistimmig Wunder, ihr habt das immer wieder. So ein bisschen Hopsasa, tralalalala. Oder willst du vielleicht gar nicht meine Frau werden, Frau Borzowski? Na, das weiß ich noch nicht. Man heiratet schließlich nicht jeden Tag. Tralalalala. Hör mal, die zanken sich doch schon wieder, oder? Na, wenn es ihnen Spaß macht. Ach, Günther, das ist doch kein Spaß. Lilo, dieser Urlaub ist nicht zuletzt deshalb so schön, weil wir unseren zänkischen Nachbarn zu Hause entrinnen konnten. Nun, kümmer du dich nicht um diese Nachbarn hier. Jetzt hat er sie umgebracht. Kommt es vor, dass Sie in all den Jahren mal ein Gezänk von zu Hause mit auf die Bühne genommen haben? Nee. Das kommt nicht vor. Also, aber wie kann man das schaffen? Also das so zu trennen und so den Schalter umzulegen? Ja, dann kann man ja nicht probieren. Hä?
Das geht also wir ja zanken nicht. Uns zu Hause über das Theater nie. Nicht? Meine Frau macht manchmal so ein bisschen an, weil ich immer so gutmütig bin mit den Kollegen. Da hätte sie immer lieber, dass ich eine starke und harte Hand habe. Als Regisseur? Als Regisseur. Einfach denen auch mal sagen, wie schlecht sie sind. Ja, oder manchmal, wenn einer sich nicht so richtig benimmt, dann sage ich mal, du kannst nicht immer nur mit Goethes verkehren, du musst die normalen Menschen auch so nehmen, wie sie sind. Ich bin da also ein bisschen loyaler, ja. Ist das ein Problem, dass Sie auch der Chef sind eigentlich? Als Regisseur ist er ja dann manchmal Chef, spielt er mit und manchmal ist er der Chef. Also muss die klare Ansage machen. Der kennt mich doch so genau und ich ihn ja auch. Also da ist das Spielen ja also schon mal sehr erleichtert. Ich weiß, das ist immer eine große Frage, wie geht das überhaupt? Ist man da neidisch oder überhaupt nicht? Nee, meine Frau ist ja eine große Schauspielerin aus dem Bauch heraus. Wenn ich mir manchmal was ausdenke, das müsste so sein. Und dann sehe ich, was sie macht, dann sage ich ja, eigentlich ist das besser. Das ist der Gutmütige. Ja, nicht der Gutmütige, sondern der Einsichtige. Der Beratungsresistente. Ja, ganz genau. Und im Übrigen, wenn es mal Stress gibt, dann haben Sie ja immer noch das Gefühl, dass Sie abends mit der Stimme von Sean Connery ins Bett gehen können. Auch nicht das Schlechteste. Ja, weil Synchron eine Tätigkeit ist, die Sie sehr regelmäßig gemacht haben in den letzten Jahren. Ja. Wen sonst außer Sean Connery? Danny DeVito, Bob Hoskins, Freeman. Ja, also Morgan Freeman, also schon Morgan großer, Freeman. Zeitgenössische. Ich habe also nie, ich mache nie seit Jahren nicht Serien oder sowas, nicht, sondern immer nur diese Figuren. Und die sind alle so fleißig, dass die also einen immer ernähren, ja. Die dauernd kommt ein schön so ein paar Film. Amerikanische oder schottische, je nachdem. Ja, schottische. Ganz egal. Ihre Stimme ist ja auch so ein bisschen Markenzeichen. Was haben Sie so synchronisiert? Ja, ich habe, also früher habe ich diese vollbusigen Gangsterliebchen, die immer so gesprochen haben. Und dann Babys, das fand ich so idiotisch. Also diese Babys konnten. Also Sie haben auch im fortgeschrittenen Alter noch Babys synchronisiert. Ja, die konnten aber, diese Babys konnten noch gar nicht sprechen. Die liefen da rum und also am Swimmingpool und machten tja, 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 tja. Das hätten die auch im Original nehmen können. Aber das Einzige, was schön war, das war das Dino-Baby, als wir die Dinosaurier gemacht haben vor ein paar Jahren. Wie spricht denn das? Das Dino-Baby? Das Dino-Baby, die mir gesagt hat, also der hat ja nie Papa gesagt, nicht? Der hat immer gesagt, sag doch mal Papa zu mir, hat der immer gesagt. Und hat gesagt, nicht die Mama! Ja. Ach, anstatt Papa, verstehe. Ja. War das, also wenn man Markenzeichen sagt, dann klingt das freundlich und zugetan. Gab es auch Situationen, wo Sie gerne eine andere Stimme gehabt hätten? Nö, die hat mir eigentlich nicht gefehlt. Kann ich nicht sagen. Nee? Na, weil das ja eine sehr charakteristische Stimme ist, eine sehr, sehr einprägsame. Man sagt, also Edith Handke weiß man vom Gesicht, aber die kennt man eben auch von der Stimme. Und vom Lachen. Und vom Lachen. Ja. Ja, aber die kann man sich ja nicht aussuchen. Ist ein bisschen wie Fingerabdruck eigentlich, ne? Ja, da ist nichts mehr. Spier sagt auch immer, also wenn man uns nicht weiß, also Wolfgang Spier, Stimme, der redet über Stimmen. Ja, das ist ja wunderschön. Das ist eine gute Idee. Der meinte ja, das haben wir. Verstehe, der hat früher immer gesagt, die Herren gratulieren den Damen, dass sie den Herren gratulieren können zum zweiten Platz. Bei diesem irgendeinem so Ratespiel, was im Fernsehen mal gab. Wolfgang Spier, ausgerechnet der. Es gibt eine Geschichte, die habe ich gelesen in der Vorbereitung. Und da habe ich gedacht, was ist denn da los gewesen? Sie sind mal für tot erklärt worden. Und er hat es erfahren und dachte, und das ist jetzt der ernste Teil, dass es stimmt. Ja, das musste auch so sein. Ich hatte gerade eine Probe im Theater als Regisseur und dann rief man mich ans Telefon. Ich wollte jetzt gar nicht rein, sage ich, doch, es ist ganz wichtig. Und da war eine liebe Kollegin dran, Beate Hasenau. Und die sagte zu mir, sie nimmt nicht immer alle Sonne, ich muss da jetzt was ganz Furchtbares sagen, deine Frau ist tot. Ich sage, wieso ist die tot? Ja, die ist mit dem Auto verunglückt. Und ich wusste, wir besprechen uns immer, was so am Tag anliegt. Und ich dachte eben erst, es kann doch gar nicht sein. Und sagte ich, wo ist die denn aber jetzt? Ja, in der Pathologie. Und da sage ich, wo denn? Ja, das weiß ich nicht. Und das war also folgendes, dass ein Mann angerufen hatte bei Meißner Film, bei dem Otto Meißner, und hatte dem das erzählt. Und der hatte gesagt, dem soll er nicht sagen, Beate, sag du ihm das mal. Die hat er gerade gedreht. Nun stellt sich vor, eine liebe Kollegin sagt, das nehmen Sie doch für bare Münze. Ja, und ich bin also auf die Straße gerannt und war völlig irre und habe erst dann, wusste, es muss doch, hab dann gesagt, ich muss jetzt unbedingt nach Hause fahren. Und dann hat ein Kollege mich auch aus Schulters, hat mich dann noch nach Hause gefahren und über die Autobahn, ich weiß, was er da geredet haben und es war ganz furchtbar. Also diese ganze Sache zog sich über eine Stunde weg. Nicht? Und dann bin ich nach Hause gefahren und komme in die Wohnung und mache die Schlafzimmertür auf. Da steht Edith im Unterzeug und sagt, seid ihr denn alle verrückt geworden? Ja, ich dachte, die spinnen, was machen die hier?
Und der sagte immer, du liebst, der, also es war alles Bulle. Ja, ja, der Kollege fing auch gleich an, zum Beispiel eine tolle Sache. Nicht? Naja, jetzt lacht man drüber, wie so viele Situationen, aber die wir auch heute gesprochen haben. Aber das Merkwürdige war, innerhalb von 20 Minuten, es hat unentwegtes Telefon geklingelt. Als erstes war die Agentur dran. Die bei hat, Ihnen dann? Ja, ja. Bei mir. Die hatte das von der Bild-Zeitung irgendwie gehört, dann rief die Hör zu an und alle waren eigentlich... Ich hatte das Gefühl, ein bisschen erstaunt, dass ich doch noch lebte. Also es war ja, die müssen umgefallen sein. Die hören Edith Hanke, Verkehrsunfall. Ja, aber daran können Sie mal sehen, dass man nicht nur gute Freunde im Leben hat. Ne? Also so. Das war ja schon makaber. Denn der ist wohl da auf die Otto-Suhr-Allee geschossen und wäre beinahe noch unter das Auto das gekommen. Das ist die große Straße, wo das Theater... Ja, ja, wenn ich heute die AWUS nach Hause fahre, abends mal, habe ich immer manchmal noch diese Situation vor mir, wie ich da im Auto gesessen habe und nachgedacht habe, warum ist das passiert? Denn ich wusste ja, sie war gar nicht unterwegs, nicht? Aber Sie mussten davon ausgehen, dass irgendwas... Und kam dann schon auf dem Hof, da stand ihr Auto da. Und da habe ich noch gesagt, mein Gott, jetzt hat die Filmfirma sie abgeholt. Sie hatte nämlich bei Meißner irgendwas gedreht, aber schon lange... Vielleicht haben die was synchronisiert und haben sie abgeholt und sie ist mit dem Fahrer verunglückt. Konnte man ja alles nicht wissen, nicht? Und wie ist die Geschichte dann rausgekommen? Also wie haben Sie das... Die ist nie rausgekommen. Wir wissen, wir vermuten, wer das war, aber... Sagen Sie mal, nicht? Und alle haben gesagt, das kann nur der gewesen sein, weil der bei Meißner mit einer Rolle abgelehnt wurde und war bei mir im Theater in der Tribüne und war auch abgelehnt worden und hat dann gehört, dass ich doch noch welche, also das ist so ein Racheakt gewesen, nicht? Aber man kann es nicht beweisen. Und deshalb ist besser, man spekuliert gar nicht. Ja, gar nicht. Mhm. Aber wenn Sie die Vermutung haben und dem nochmal begegnet sind in der Zwischenzeit, dann ich ist es schon... Ich bin dem begegnet. Dem sind wir oft noch begegnet, nicht? Und, aber ich kann dem ja keine runterhauen, der kann mich ja verklagen. Nee, ich kann es ja nicht beweisen. So eine Äußerung macht, dann verklagt er uns noch. Nicht? Ja. Also das und dann lieber sagen, Gras glaub, drüber wachsen lassen. Ich glaube, der ist auch schon tot inzwischen. Ja? Naja, ich weiß nicht, ob ohne mein Zutun, aber ich habe dem natürlich was an Hals gewünscht. Nicht? Ja. Meine Frau kann das. Ja, hör auf jetzt. Okay, dann werde ich ganz vorsichtig. Dann werde ich jetzt ganz zurückhaltend für die... haben Sie Superstars mal angeguckt? Deutschland sucht den Superstar? Nee, ich habe das gerade vorhin erzählt, dass ich am Montag zum ersten Mal, weil als das anfing da haben wir ja noch Theater gespielt. Mhm. Und als wir aufgehört haben, da haben wir dann abends probiert für unsere Tournee. Und da haben wir jetzt am Montag, habe ich da reingeguckt und habe eigentlich nur dieses Porträt über den Alexander gesehen. Mhm. Mit den Ausschnitten, also wie es angefangen hat, ja. Auch mit Nummer hier, wie es das erste Mal kam, zweite Mal oder was. Ja. Und ich fand, dass der sich ja unglaublich entwickelt hatte und hatte vorher in einen Beitrag, wo die dann alle da am Flügel standen und diese Nummer sagen, wo es noch alle 10 waren. Da fand ich ja diese eine Kleine so süß. Ich habe mich jetzt erkundigt, die hieß Judith. Und die ist wohl nach der zweiten Folge, ist die selber ausgestiegen. Mhm. Was, ich weiß nicht, ob die das nervlich nicht durchgehalten hat. Die fand ich auch ganz hat für sich selber beschlossen, dass sie halt lieber wieder Chor singen möchte und dass sie halt nicht im Fernsehen und mit dem Druck und so weiter und so fort. Ja, war auch toll. Also es war eine tolle Stimme. Also beim Casting hatte damals immer die meisten Gänsehaut. Stimmen, als sie noch drin war, ne? Ja, und also ich kann mich nur an das Casting hier in Hamburg erinnern. Die hat gesungen und es war wirklich irgendwie, wir hatten vorher 5-mal Hero gehört in einer ganz, ganz schlechten Version. Und dann kam sie. Und sie sang und alle so Gänsehaut, okay. Ja. Aber sie war nicht ganz unschuldig daran, dass meine Frau das gesehen hat, weil wir ja uns die Sendung dann immer abends ansehen, wenn wir nach Hause kommen und da haben sie ja oft gesagt, das muss es auch geben und ist doch ganz interessant und ich bin ein Fan. Da haben wir es, jetzt gucken wir es auch mal. Und das, wenn Sie sagen, die 10 Finalisten gesehen, da gab es ja nur auch ausgesprochen flippige Charaktere. Naja, also ich werde jetzt die ganze Nation gegen mich aufbringen, aber der Daniel, naja, das muss es auch geben, aber also nur als Superstar... Nee. Kein Verständnis. Nee, also singen müssen sie nur wenigstens schon können. Ein bisschen zumindest, ja, für so Finalisten. Ja. Aber das ist eine Altersfrage, also bitte. Na, also das ist gerade von Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, erfolgreich gearbeitet haben. Ja, also für die jungen Leute verstehe ich das, nicht? Kleinen Mädchen machen alle. Und der bleibt ihnen ja erhalten. Mhm. Was machen Sie beide denn jetzt? Gemeinsam auf der Bühne oder Ihr Regisseur? Nein, wir haben ein Stück gespielt in Berlin Fenster zum Flur im vergangenen Jahr. Und das haben wir jetzt wieder aufgenommen und gehen das auf Tournee. Wir gehen am 17. auf Tournee durch ganz Deutschland. Dann sind wir im Juni in Essen und ab 25. Juli bis 15. September hier im Winterhuder Fährhaus in Hamburg. Und dann fallen wir tot um. Na, das, ich würde sagen, erstmal stimmt das alles. Und das Letzte, das ersparen wir uns nochmal. Ja, und zwar noch möglichst lange. Ja. Damit wir Sie irgendwann wieder zu Gast hier haben in der Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch. Edith Hanke, Klaus Sonnenstein.
Herr Spengemann, danke für den Besuch. Heiner Lauterbach, ein herzliches Dankeschön. Und vielleicht nehmen Sie meine Einladung an für morgen Abend. Da sehen wir uns um 23 Uhr. Und ich freue mich, dass ich dann mit einem Schauspieler zurückblicken kann auf fast 75 Jahre eines erfolgreichen und bewegenden Lebens. Karl-Heinz Böhm ist morgen zu Gast. Dazu Desiree Nosbusch, die zwischen zwei Welten lebt. Und Faduma Korn, die als junges Mädchen, als Kind in ihrer somalischen Heimat beschnitten wurde, verstümmelt wäre eigentlich der treffendere Begriff, und die seit 20 Jahren aus Deutschland gegen die Genitalverstümmelung von afrikanischen Mädchen kämpft. All dies morgen um 23 Uhr in meiner Sendung. Und jetzt gibt's Heute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bis dahin.